So, der Stream auf YouTube ist schon mal gestartet. Jetzt sehe ich auch zu, dass ich den auf Facebook in Wallung kriege. Dann wollen wir mal eben hier bei Facebook einen Titel hinzufügen. Dum di dum di dum di dum 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 dum. Jo, und jetzt bin ich auch auf Facebook on air sozusagen. Ja, und jetzt unsere, ja, Valentin Wagner, hallo. Ja, deine Großcousin ist Horst Dieter Höttges. Unser Eisenfuß, ja, erst einmal hallo. Heute das Gestern das 3:1 auf Schalke 04. Ich finde, das war ein hochverdienter Sieg, ein Ergebnis einer wirklich sehr, sehr guten Mannschaftsleistung. Wir haben natürlich gestern auch deutlich gezeigt, dass man wirklich nur mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung, dass du dann auch wirklich erfolgreich sein ausgenutzt, dass die Schalker, ja, man muss es mal wirklich so sagen, die Schalker sind richtig schlecht. Wir sind schlecht ohne Ende. Das waren sie an sich immer schon. Aber so dermaßen miserabel, so wie sie es jetzt sind, seit Januar, unfassbar. Das soll nicht unser Bier sein. Wir haben das gestern richtig, richtig gut gemacht und das hätten wir auch locker und leicht noch höher machen können. Ja, wie schon gesagt, eine geschlossen gute Mannschaftsleistung war das. Das war wirklich etwas, was uns wirklich lange Zeit sehr gefehlt hat. Ja, vor allem die erste Halbzeit hat mich wirklich sehr begeistert. Da lief der Ball, da haben wir Ball und Gegner laufen lassen ohne Ende und das Ganze wirklich durch die eigenen Reihen. Und da hätten wir auch wirklich an denen noch mehr Tore machen müssen. Auf jeden Fall hätten wir das tun können. Und da hätten sich die Schalke auch nicht beklagen können. Aber wir haben das auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn man statt 3:1 man auch 4 oder 5:1 gewonnen hätte. Zweite Halbzeit haben wir so ein bisschen die Sicherheit vermissen lassen. Da waren wir nicht mehr ganz so konzentriert. Da kam Schalke auch, wenn man das so will, auf ein paar Chancen. Würde ich das mal so in Anführungsstrichen nennen. Also so richtig gefährlich ist Schalke 04 aber auch nicht gewesen, muss man wirklich sagen. Da passt es wirklich derzeit richtig. Musst du mal Schalke 04, dann nimmst du die Fahne von Schalke 04. Und wie schon gesagt, das ist nicht unser Bier. Wir haben es gestern ebenfalls gut gemacht, haben verdient 3:1 gewonnen. Ehrlich so ein bisschen natürlich das Gegentor in der letzten Sekunde und aber trotzdem, das ist Jammern auf höchstem Niveau. Jetzt geht es darum, dass wir wirklich an die Leistung am kommenden Samstag, da haben wir spielen zu Hause gegen Arminia Bielefeld, da müssen wir dran anknüpfen. Das war gestern wirklich sehr, sehr gut. Gut, zwei Namen möchte ich jetzt dann doch mal eben hervorheben. Einmal Jean-Manuel Mbom, der hat mich wirklich sehr auf der 6 überzeugt. Das war eine, dafür, dass er gestern sein Startplatzdebüt hatte, war das wirklich sehr, sehr gut, was er gespielt hat.
Und natürlich Lücke Füllkrug, was soll ich dazu sagen? Drei Dinger gemacht, alle drei Buden richtig astrein reingesetzt. Und das war richtig, richtig stark. Und ja, so kann man das wirklich nur sagen. Jungs, weiter so. Am nächsten Samstag geht es weiter. Ich hoffe der übrigens auch, dass euch die Livestreams, den wir mit Tutti, mit Jens und auch mit unserem weiblichen Gast und mit der Melanie gemacht haben, dass euch das gestern gefallen hat. Geplant ist es, wir kommen den Samstag auch wiederum, dass wir wollen beim Spiel gegen Arminia Bielefeld und ja, wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ja, also heute auf jeden Fall. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gestern geboten haben. Das war richtig, richtig stark. Das war richtig klasse. Und ja, da können wir auf jeden Fall sehr gut drauf aufbauen. So sieht es aus. Ja, moin Marcel. F04 trennt sich von Wagner. So sieht es auch aus. Das wird gleich das Thema sein. Doppelpass. Und ja, die Spatzen pfiffen es doch wohl schon von den Dächern. Ja, das war's auch jetzt erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Sonntag. Genießt den Tag, ja, trotz des wirklich miesen Wetters. Ja, das wird auch das letzte Mal sein, dass ich mich hier aus diesen Räumlichkeiten hier melde. Wie schon gesagt, ich ziehe um. Ab dem 1.10. habe ich dann an dem Haus eine neue Wohnung, eine feste Wohnung. Das war hier in den Räumlichkeiten bei meinen Eltern, war das nur vorübergehend. So, und euch jetzt einen schönen Sonntag. Genießt den Tag, macht das Beste draus und geht zu, bitte. Ja, und noch was geplant ist, wie schon gesagt, dass wir das mit Tutti, dass wir das also als feste Institution machen. Das kommt anscheinend ganz gut an bei euch. Am kommenden Samstag ist es auch wieder geplant zum Spiel zum Spiel zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Und jetzt euch einen schönen Sonntag. Macht das Beste draus. Haut rein.